Und damit willkommen zurück zu Scorn in der zweiten Episode. Ja, in der letzten Episode hat man ja leider ein kleines Opfer bringen müssen und wir haben es zu, was auch immer das hier ist, hingeschafft. Und sind hier einmal rundherum. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass wir da oben einen Gang haben. Und off-cam bin ich nochmal hier rumgelaufen und dabei ist mir eins aufgefallen. Das Ding da hier, wenn man da drauf geht, dann kommt das da raus. Und dann kann man sich das Ding da hier nehmen. Mmh, lecker. Okay. Ein organisches Etwas. So, ich weiß gar nicht mehr, konnte man mit dem schießen? Nee, das stößt hin. Wir haben so komische Kugeln links oben. Eventuell brauchen wir noch Munition für das Ganze. Gut, von da hinten sind wir gekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in einen dieser Gänge hier rein. Okay. Wieder so eine Art Pumpending. Da scheint es weiter zu gehen. Dead End. Kann man hier was machen? Ah, da kann man irgendwas machen. Einmal machen bitte. Ah, okay. Das Ding ist auch ein Schlüssel. Okay. Oh, ich erinnere mich. Ich glaube, das waren die ersten Gegner. Alles klar. Und tschüss. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin, wo das Ding dahin ist. Wart sie hier jetzt gegen oder nicht? Sie greifen mich. Okay, die besprühen die Dinger hier mit irgendwas. Wusstest du mir was? Oh! Okay. Kann ich? Kann ich. Okay, also was auch immer die da raussprühen, darf ich nicht reinlaufen. Nice. Okay. Und tschüss. Tschüss. Kann ich nicht mehr? Also. Aha. Wo ist das Ding hin, was da weggenommen worden ist? Wieder was zu bedienen? Moment mal, da sind die Schienen. Ist es das hier? Ja, okay. Das da ist da hingekommen. Irgend so eine Struktur. Und hier geht's nicht mehr weiter. Alle klar. Beziehungsweise, da geht's noch weiter. Gut, schauen wir doch mal, was das da macht. Oh. Okay. Okay, ich kann jetzt frei steuern. Ah, Moment, geh nochmal zurück. Wie komme ich? Nee, geh nochmal dahin. Verwenden.
Es sieht aus, als würde hier irgendwie so eine Shotgun-Shelle oder so laden. Ich gehe mal davon aus, das muss da rein. Okay, das war easy. Was bist du? Lecker. Oh. Das ist eine Art von Schlüssel. Alles klar. Ja dann. Tschüss, Kowski. Okay. Ja, wow. Bin ich ja weit gekommen. Aber so kann ich nicht springen. Das sieht so aus, als wenn es hier irgendwie weitergehen würde. Ja, okay. Was bringt mir das, dass jetzt hier offen ist? Kann ich nichts machen. Okay. Das Ding ist hier noch am Rumfliegen. Muss ich das vielleicht irgendwo anders reinmachen? Mal ausprobieren. Es wird zumindest nicht highlighted. Vielleicht mit dem hier was machen? Ah. Okay. Aber ich sehe gerade, da hat es noch so ein drittes Ding hier. Und wir haben nur zwei. Zu drei. Tun wir das auch mal aktivieren. Ah, das andere Tor auf. Kann man da jetzt vielleicht rauskommen? Nee, das mittlere Tor muss aufgehen. Wenn wir da weiter wollen. Gut. Keins von diesen Pots mehr. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Da ist er vielleicht. Komm ich da hin? Nö. Nö. Ach, da ist nochmal sowas. Moment, das ist die andere Seite hier? Muss ja eigentlich. Jo, das sieht nach der anderen Seite aus. So, einmal unser Ding hier reinstecken. Yay, noch mehr von diesen Dingern. Und Ding Nummer 3. I guess, jetzt kommen wir hier raus. Jo, gehe ich jetzt da nochmal durch oder... Ach komm, wir gehen hier nochmal durch. So wild war das jetzt nicht. Tschüss. Gott sei Dank wären die anderen nicht aggro. Ob das sowas wie eine Brutstätte ist? Die tun da irgendwie befeuchten oder was auch immer?
Aber warum dann die ganzen Leichen da in der Mitte? So, da haben wir die Waffe her. Jetzt haben wir hier so eine Kugel. So, komm mal runter, du. Ja, das Ding da. Willst du nicht? Ah, doch. Ja, okay. Und jetzt ist das andere frei worden. So, einmal rauf da. Siddele! Bitte lass nichts Schlimmes passieren. So viel zum Thema, lass nichts Schlimmes passieren. Das haftet an einen sehr lecker. Hätte ich das in einer anderen Reihenfolge machen sollen? .003 Hazardous Occurrence. Okay. Was zum... Oh, ist das eine gute Idee. Ach, du Heilige. Ah! Alter, wie lang? Holy. Oh, das erinnert mich so ein bisschen an Matrix. Wo der Mensch dann irgendwie so die Energiequelle ist, wenn es... Ich vermute aber, das geht so ins ähnliche Prinzip. Das sind überall diese Dinger hier draußen. Und die nächste Frage ist, wie sind wir überhaupt hier rausgekommen? Ja, und so hätten wir dann vermutlich ausgesehen. Wären wir da jetzt nicht aufgewacht. Alles das hier ist organisch. Vermute mal da lang. Achso, warte mal, ich habe meine Waffe gar nicht mehr. Die liegt aber nicht hier zufälligerweise irgendwo rum. Nö. I guess. Mein Stoßding ist weg. Wo sind wir? Was ist das für eine Anlage? Lecker. Noch mehr so organische Materie. Oder ist das Ganze vielleicht ein Parasit, was hier die Anlage eingenommen hat? Und die eigentlichen Bewohner, also die hier dann irgendwie befallen hat? Es gibt halt auch leider nichts zum Lesen.
Da geht's weiter, da geht's weiter. Ich gehe mal rechts. Oh, zu der Struktur da hinten. Also die dürften, glaube ich, noch gelebt haben, als sie hier rausgekommen sind. Soweit wir die gelaufen sind. Nö, da kann man nichts machen. Ob ich nochmal umdrehen soll, die... Also es wirkt so ein bisschen, als wäre hier irgendwas explodiert. Weil hier irgendwie die ganzen Sachen so verteilt sind. Da hat so einen komischen Pott. Und da komme ich nicht hin. Vielleicht. Ne, unsichtbare Wand. Nö. Gut. Dann geht's halt hier weiter. Da hinten ist sowas wie ein Gebäude. Ich werde gleich mal hingehen. Ich möchte nur sehen, ob es auch hier... Hier geht's auch weiter. Da ist auch eine Art Gebäude. Nicht zuerst nach da hinten gehen. Kann ich überhaupt nach da hinten gehen? Ah, das sieht nach Nein aus. Hier oben... Gut. Ich komme da gar nicht hin, also muss ich da nach rechts gehen. Sieht aber schon ganz schön abgespaced aus. Ich glaube, da mache ich mal kurz ein Foto. Ist das vielleicht ein Eingang? Will ich da überhaupt rein? Hab ich... Ja, ich komme ja nicht mal rauf. Was zum... Es kommt aus den Teilen da raus. Sind das so wie... Belüftungsschächte oder sowas? Das sieht nach einem riesigen Tal aus hier. Bleibt man auf der Seite hier. Okay, da hinten leuchten Sachen. Kann ich... Da rein? Nee, oder da vielleicht? Auch nicht. Gut. Ah, da hat es noch mehr von diesen Kapseln. Um da schon reinzugehen. Okay, bevor ich da reingehe, würde ich mal kurz in die Richtung. Aber das sieht so aus, als wenn da wieder so eine Klippe ist und ich da eh nicht hinkomme. Gut. Der Weg geht noch da rein. Moin, Kollege.
Das ist auch alles abgesperrt hier. Na gut, keine Freiheiten. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob da auch noch Parts kommen, wo ich schleichen muss. Ich dachte, das ist so lang her, dass ich da das Let's Play mal gesehen habe. Moment mal. Da waren wir doch. Hä? Wie sind wir von da noch ewig weiter hinten hingekommen? Da bin ich jetzt aktiv im Kreis gelaufen. Moment, passiert jetzt wieder was Ekliges, wenn ich da reingehe? Ich will es mal ausprobieren. Ja, toll. Passiert gar nichts. Okay, da ist alles voll mit dem Zeug. Hey, das macht doch überhaupt... Ah, da ist ein Eingang. Das macht so gar keinen Sinn. Oder sind wir jetzt jemand anderes? Ja, okay. Da geht's nicht weiter. I guess... Wir gehen da rein, wo es leuchtet. Was war das? Was ist das? Das sieht nicht allzu freundlich aus. Okay, mehr von diesen Eiern. Da ist zu. Und hier geht's auch nicht weiter. Ah, warum tue ich mir da sowas an? Warum spiele ich Horrorspiele? Jetzt würde ich fast viel lieber Tier 2 spielen. Moment. Bist du denn böse? Es scheint mich zumindest in eine Richtung lenken zu wollen. Ach, das Ding. Ist es das? Na, ist doch nicht das Teil, was wir von unten gesehen haben. Ich hätte wahnsinnig gerne eine Waffe. Soll ich da hingehen, wo es gefährlich aussieht? Na gut, es sieht eigentlich überall hier gefährlich aus. Da kann man irgendwas machen. Damit kann ich irgendwas machen, aber noch nicht jetzt. Damit auch nicht. Ich da rein? Nee. Hier ist auch noch irgendwas zu machen, aber ich glaube, ich bin da noch zu früh. Gut. Merken wir uns das mal. Ich hasse es. Naja, immerhin kann man so ein bisschen nach draußen sehen. Es ist nicht ganz so dunkel. Und hier ist ganz viel nichts. Alles klar.
Okay. Was kann ich mit dir machen? Was auch immer das ist, aber das sieht aus wie ein Schlüssel. I guess das muss da rein. Erstmal noch umsehen. Da geht's nicht weiter. Das. Oh, da kann ich was machen. Hä? Was genau willst du von mir? Hä? Ach so. Ich habe eine Kugel. Okay. Da kann ich nichts machen. Gut, I guess. Wir können jetzt wieder in den anderen Raum zurück. Und dann können wir mit dem Schlüssel da irgendwas machen. Vermute mal mit dem Teil da rechts hier. Ist das gut? Das wird alles wieder rückgängig gemacht. Moment. Geh nochmal da rein. Wie schnell muss ich da sein? Okay. Raus hier. So, komm. Geh rein. Ja, es geht von der Zeit nicht. Gut. Da können wir einmal rumlaufen. Das sieht wie so ein Lift aus. So, einmal nach oben. Dankeschön. Keine Ahnung, was ich hier mache, aber es wird schon passen. Ich mag den Kollegen nicht. Okay, Sackgasse. Links, rechts, links. Oh, bei der Sackgasse. Was ist das hier? Also mir wird es ja schon mal reizen, dort nach dem Spiel mal irgendwie so ein Dev-Interview mal anzugucken. Oder irgendein Video, wo das erklärt ist, was das hier eigentlich alles ist. Wenn sie es denn überhaupt irgendwann erklärt haben. Okay. Keine Ahnung. Machen wir den da. Oh. Okay. So kann man eine Kreuzung auch machen. Gut. Ich würde mal sagen, hier geht's nicht weiter. Machen wir das nochmal neu. Machen wir den 1 daneben. Ich will nicht sagen, an was mich die Form so erinnert. Ja, das Gegenstück da. Ja, ich würde sagen, da komme ich nicht durch.
Aber hier geht's weiter. Na, kleiner Mann. Da geht's jetzt nach oben. Okay, da kann man nichts machen. I guess Sackgasse hier. Jo, hier geht's nicht weiter. Okay. Das. Moment, sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Das sieht ziemlich gleich aus wie das, was wir am Anfang hatten, nur dass hier ein paar Sachen fehlen. Das ist offen. Oh! Das sind Menschen, Alien-ähnliche Wesen hier drin, in diesen Dingern. Oder sind das vielleicht wie so Steuermenschen? Keine Ahnung, die Anlage steuern oder so? Was hier ein Ausfluss wäre? Ich sehe einfach nur Fantasie. Kann man da was machen? Soll ich da überhaupt was machen? Machen wir den da. Ach so, da können wir das Ding da anhalten. Okay. Ich sehe dich. Was bist du? Es sieht so ähnlich aus wie so ein Facehacker, nur ein bisschen länger. Ich muss da jetzt durch, ne? Du stimmst mir was? Ja, natürlich! Alter! Was zum... Wait a moment, wir haben das... Dieses Viehteil hat die Waffe und hat sich dort an uns ranklammert. Oder ist es die andere Person, die da irgendwie mutiert ist, als wir die Explosion da gehabt haben, und das da ist jemand ganz anderes? Ich hab so keine Ahnung. So, aber das Ding geht... Okay. I guess wir haben einen Begleiter. So, wie komme ich jetzt nochmal zu dem... Wo war denn das? War das hier unten? Ja, da war das. Was haben wir hier Schönes? So, unten ist versperrt. Da oben haben wir irgendwas zu machen. Ja, dann mal rein mit dem Ding hier. Oh, schon wieder so eine Kugel. Was? Hä? Also das bewegt sich jetzt von alleine. Achso, das ist aber immer noch oben. Wann kommt das Ding mal nach oben?
Ach so, ich kann das ja bewegen. Bei welchem Slot geht er mal rein? Ah, den da unten. Okay. Gut, der bleibt oben stehen. Passt. Na komm, du bist doch vorher gerade oben stehen geblieben. Nice. Der rechts unten. Jetzt. Okay. Zwei Kugeln. Hier runter? Oder rauf? Runter. Ja, einfach mal ausprobieren. Ja, okay. Ja, ich glaube, wir sind jetzt eine andere Person. Und die andere hängt um uns herum. Glaube ich. Moment mal. Ich bin jetzt gerade in den Kreis gelaufen. Da waren wir ja doch schon. Kann ich jetzt die Tür benutzen? Nee. Gut. Das hat nicht sehr viel gebracht. Das Einzige, was noch ist, bei diesen komischen Gängen... Da vielleicht... Ach, Moment mal. Das war ja noch das Ding hier. Machst du jetzt mehr mit zwei Kugeln? Kommen zwei von den Dingern hier runter. Und verschwindet auch gleich wieder. Ich glaube, wir brauchen drei Kugeln, damit das dritte hier auch noch runterkommt. Södele. So, springt Action. Wo war das? Das war hier rein. Ich glaube, wir müssen jetzt zu dem linken hier. So, bitte einmal dem hier. Okay. I guess wir schauen mal hier rein. Ja, machen wir rein da. Oh, geil. Nächste Kugel. Ah, schon wieder sowas nach dem Prinzip. Links unten. Shit. Rechts oben. So, und du, Kollege? Links oben. Shit, ich hab's verpasst. Nice. Aber das sieht so aus, als hätte ich noch Platz für eine weitere Kugel. Oh. Gut, hier geht's eh nicht weiter. Kann ich da was machen?
Krieg ich da mal Hand wieder raus? Aber ich glaube, das sind die eigentlichen Benutzer hier von dem Ganzen. Glaube ich. Was soll ich denn machen? Ach, Moment mal. Vielleicht kann ich da diesen einen Raum hier freimachen. Es muss hier wohl öfter passieren, dass hier mal staut, wenn es eine Anlage gibt, um hier Säure reinzuspritzen in die Dinger, wo ich jetzt nicht sage, wo es mir erinnert, dass es aussieht. Okay. Mal hier wieder runter. Tut mir das jetzt was, wenn ich da reingehe? Nee. Darüber. Ach so, das ist einfach nur die andere Seite von dem hier. Noch eine Kugel? Wow! Wie arschig kann sein? Okay, da unten. Bleibt der hier auch noch irgendwo stehen? Nee, der Posten war es nicht. Oh. Cool. Es ging jetzt leichter als erwartet. Zillele. Maximal alle Kugeln. Jetzt muss ich nur noch wieder den eigentlichen Ausgang finden. Ich glaube, der war direkt links von dem hier. Nö, nö. Ja, da glaube ich, ist es. Richtig, falsch, falsch, richtig. Das war richtig. Nice. So, einmal runter hier. Gut. Bleibt es jetzt unten? Achso, da hinten war ja noch eins. Okay. Und jetzt? Hä? Oh, I see. Warum lasst du mich da so nicht noch mal eins runter? Das ist nicht der Way to go. Ach so, weil er dann hier oben... ich glaube, jetzt verstehe ich es langsam.
Nee, aber so komme ich dann auch nicht weiter rein. Die erste muss schon hier. Zweite, dann dritte. Nee. Geh mal. Nee, der muss ganz zum Schluss. Warum geht es so nicht? Warte mal, so weit runter geht's nicht. Nee, das ist auch falsch. Oder muss der zweite... Warte mal. Der erste, der zweite. Der dritte. Der vierte. Okay, ich hab's. Die Dinger gehen auf. Bestimmt gut. Leben. Ich weiß ja nicht. Will ich das machen? Mal gucken. Lecker. Oh, warte mal. Ist das jetzt der Türöffner? Aber das hat auch so einen Punkt drauf. Tust du mir was? Sind jetzt alle tot? Nur weil ich das jetzt hier rausgenommen habe? Die sind wieder zugegangen. Okay. Na gut. Liebe Leute, wir sind wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Episode. Das ist absolut schräg hier drin, aber irgendwie auch geil. Und andererseits hasse ich mich wiederum, dass ich spiele, aber auch wieder geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und dann bis bald hier ins Korn. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.